der erste Ironman nach meinem Did Not Finish beim Ironman Cozumel letztes Jahr 2022 steht kurz bevor. Es ist Race Week, heute ist Montag, am Sonntag starte ich beim Ironman in der Schweiz, in Thun, und bin mehr als gespannt, was das werden könnte. Ich bin ehrlich gesagt noch recht unsicher, was ich mir erwarten kann. Wenn wir uns die einzelnen Disziplinen anschauen, ist es beim Schwimmen schon so, dass ich mich ganz gut entwickelt habe, aber in den letzten Wochen auch immer wieder Phasen hatte, wo ich so schier am Verzweifeln war, weil der Fortschritt einfach nicht so messbar gemacht hat, wie ich es mir erhofft hatte. Ich muss aber sagen, ich hatte gerade im Freiwasser ein paar Sessions, wo ich Felix hier bei uns aus der Trainingsgruppe geschwommen bin, ganz guter Schwimmer. Da konnte ich im Wasserschatten im Training auch 3000 Meter am Stück so um die 1,20 schwimmen im Neo. Das ist für mich schon, ganz gut. Wenn ich das im Rennen schwimmen kann, dann ist es für mich leider solide. Damit werde ich aber auf jeden Fall einige Minuten Rückstand kassieren. Das Radfahren hat in der Schweiz insgesamt 2200 Höhenmeter. Das sind zwei Runden, jeweils 90 Kilometer, jeweils 1100 Höhenmeter. Nicht allzu technisch, was ich jetzt zumindest mir habe sagen lassen und auch wie ich so mir anschauen konnte über Strava, Veloviewer, Best Bike Split. Da habe ich bisher schon recherchiert. Ich fahre am Donnerstag zusammen mit meinem Physio und seiner Freundin, mit Chris, in die Schweiz. Das heißt, er wird mich dort vor Ort betreuen und begleiten. Und dann werden wir am Freitag noch mit dem Auto so weit fahren, bis wir im Prinzip in die erste Bergaufpassage kommen. Und dann kann ich auch die Abfahrt mitnehmen. Dann bin ich das alles schon mal gefahren und denke, können wir dann auch noch mal ein bisschen besser eine Strategie fürs Pacing zusammen mit Sebastian überlegen. Ansonsten sind wir relativ, wie sollte man sagen, konservativ, was so die Wattziele angeht. Ich denke, so was man schon treten muss, sind immer so diese 4 Watt pro Kilo. Habe ich jetzt in noch keine meiner Langdistanzen umgesetzt. Ich wiege im Moment so mal 63,0, mal 63,5. Also in dem Bereich müsste ich das im Prinzip dann treten. Ich glaube, wenn ich 240 Watt komplett solo treten kann, dann ist es für mich schon ganz gut. Das ist dann so das, was ich im Moment fähig bin zu leisten. Wenn wir dann uns den Marathon anschauen, ist eine ziemlich verwinkelte Strecke, zumindest sieht es auf der Karte so auf, ganz viel hin und her, links, rechts, aber denke ich auch alles ganz gut zu laufen, so wie ich das in den anderen Rennvideos von den letzten Durchführungen des Triathlons gesehen habe. Ja, da wäre ich halt schon irgendwas so auf dem 240er Marathon mal loslaufen. Und dann einfach gucken, wie lange mich meine Beine tragen. Ich meine, mein Jahresschnitt, der ist jetzt in den letzten Wochen schon hochgegangen, weil ich wirklich sagen muss, die letzten 5 bis 8 Wochen gingen eigentlich Training ohne Probleme. Eigentlich seit Ingolstadt, also das war irgendwie so im Mai, sagen wir eher so, ja, 6 Wochen hatte ich jetzt wirklich sehr gutes Training, ohne dass ich irgendwelche Ausfälle hatte. Ich hatte keine kleineren Probleme. Von daher, ja, man merkt natürlich schon noch, dass so ein bisschen einfach die Grundlage fehlt. Auch einfach, weil die letzten zwei Jahre nicht ganz so gut liefen. Aber ich bin schon ganz guter Dinge, dass es da mindestens ein solider Wettkampf werden kann. Ich versuche, mir keine Platzierungsziele zu setzen. Es sind insgesamt 57 Pros am Start, aber ja, mit dieser Voranmeldungsliste weiß man auch immer nicht so, was man davon halten soll. Da steht jetzt zum Beispiel noch Cameron Worth drauf, der in Nizza gestartet ist, der eigentlich schon gesagt hat, dass er jetzt erstmal ein bisschen Pause braucht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er jetzt dann nochmal in der Schweiz startet. Aber ansonsten sind genügend andere gute Leute mit dabei. Brownlee, Jan van Berkel, der letztes Jahr gewonnen hat. Also ich denke, da sind vorne wirklich, wird schon gut abgehen. Rumtsi Punt gestartet, der ein sehr guter Radfahrer ist, war ja mal Radprofi. Und ja, von daher glaube ich, werde ich da mich lang gedulden müssen, bis ich in so diese Platzierungsbereiche laufe, die ich mir so vorstelle. Natürlich ist irgendwie so Top 10 oder Top 8, bis zum 8. Platz wird der Preisgeld ausgezahlt, dann schon immer irgendwie cooler. Ich versuche mich wirklich von diesen Gedanken ein bisschen zu distanzieren, weil es mir einfach einen zusätzlichen internen Druck aufbaut, da bin ich nicht immer in der Lage dazu, den dann auch positiv umzusetzen. Das ist mir zum Beispiel in Mexiko auch nicht gelungen. Da hat mir einfach, denke ich, auch die Lockerheit gefehlt, die ich aber zum Beispiel bei der Challenge Road 2021 hatte. Da ist es mir total gut gelungen. Da habe ich schon auch so ein bisschen davon geträumt, eben aufs Podium zu laufen, aber habe den Druck, den Pressure, die Nerven nicht so sehr damit belastet in den Renntagen und in den Wochen davor,
dass es mich im Prinzip runtergezogen hätte. Und das ist schon in Mexiko ein bisschen so gewesen. Ich denke, jetzt in den letzten Tagen und Wochen der Vorbereitung jetzt für den Ironman hier in der Schweiz ist es mir auch ganz gut gelungen, in so einem ja, relativ neutralen, vielleicht auch ein bisschen stoischen Zen-Modus zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Spot für mich. Denn so diesen Moment dieses Hypes, diese krasse Anspannung, die kommt bei mir eh am Rennmorgen. Auf dem Weg zum Start, bis kurz vorm Startschuss, dann pocht das Herz. Das weiß ich, dass ich in diesen Zustand mich auch aktiv selber sehr schnell reinsetzen kann. Alles davor versuche ich wirklich ganz viel auszublenden, ne? Und eigentlich ja, mich vom Rennen abzulenken und zu entspannen in den Tagen davor, um auch einfach möglichst wenig Energie, mentale Energie schon zu vergeuden, zu verschwenden an den Rennvortagen und das dann einfach alles zu haben für die ungefähr 8 Stunden, die es dann am Sonntag zu bewältigen gibt. Aus der Schweiz werde ich mich auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal melden. Dort könnt ihr gerne dann mal in die Stories reinschauen. Wenn ihr Fragen habt zum Rennen oder sonstiges, dann lasst es mich gerne hier unter dem Video wissen. Ansonsten freue ich mich nach wie vor über jedes neues Abo, über einen Daumen hoch bei diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Und bin dann sehr gespannt, was ich aus der Schweiz berichten kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. It's going down.